Nur die wenigsten von uns zucken bei diesen Bildern nicht zusammen. Viele Menschen haben ein mulmiges Gefühl beim Zahnarzt. Jeder fünfte Bundesbürger fürchtet sich vor dem Zahnarztbesuch. 5% leiden gar unter einer Zahnbehandlungsphobie. Die Ursachen. Häufig entsteht eine sogenannte Zahnbehandlungsphobie schon in jungen Jahren. Zumeist haben die Angstpatienten schlechte Erfahrungen gemacht. Wer einmal eine sehr schmerzhafte Behandlung über sich ergehen lassen musste, meidet danach häufig weitere Zahnarztbesuche. Doch es gibt auch Patienten, die sich vor dem Zahnarztbesuch fürchten, ohne eine schlechte Erfahrung gemacht zu haben. Diese Menschen haben die Angst zum Beispiel von ihren Eltern erlernt. Hallo Samira. Gib mir keine Hand. Guten Tag. Tag, hallo. Das Vorgehen. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Eine einmal zwischen Situation und Furcht hergestellte Verbindung bleibt in den dafür zuständigen Hirnstrukturen das ganze Leben lang gespeichert. Um dies zu verhindern, sollten Kinder nach dem ersten durchgebrochenen Zahn regelmäßig einen Zahnarzt zur Vorsorge besuchen. Vielen Kindern hilft ein Kennenlernen von Zahnarzt, Team und Praxisräumen vor der ersten Untersuchung. Eltern können die Termine mit einem zahnärztlichen Kinderpass planen. Gut. Tut nicht weh, gell? Gut. Behandlungen sollten im Beisein der Eltern stattfinden. Bei kleineren Kindern auch auf dem Schoß von Papa oder Mama. Wenn die Eltern ruhig bleiben und Sicherheit vermitteln, kann sich auch der kleine Patient entspannen. Ängste müssen ernst genommen werden und sollten nicht bagatellisiert werden. Vertrauen zum Zahnarzt schon als Kind ist die beste Medizin gegen Ängste im Erwachsenenalter. Wichtig beim Zahnarztbesuch mit Kindern ist, nichts überstürzen oder gar erzwingen. Hast du ganz toll gemacht.